Ich möchte Sie an dieser Stelle nun recht herzlich begrüßen zu dem folgenden Webinar aus unserer Reihe Tobi Dynavox Hörsaal. Thema des heutigen Webinars sind Möglichkeiten zur Windows-Steuerung. Mein Name ist Marcel Porchetta und damit jeder, der mich eben noch nicht kennt, auch weiß, wie ich aussehe, hier ein Bild von mir, dieser jene bin ich, der jetzt hier vor dem Computer sitzt. Was ist heute nun der Plan? Der Plan heute ist, dass Sie nach dem Webinar wissen, was man unter Augensteuerung versteht, wie man die Software Windows Control einrichtet und nutzt, um Ihren Windows-Computer mit Hilfe von Eye-Tracking auch wirklich steuern zu können, was sich hinter der Software Gazepoint verbinde oder verbirgt und welche Optionen es mittlerweile im Windows-Betriebssystem ab Windows 10 eben auch seitens Microsoft schon gibt. Und natürlich final, welche Eye-Tracker Sie bei Tobii Dynavox erwerben können, um entsprechend die Windows-Steuerung auch nutzen zu können. Das Hauptthema heute ist die Software Windows Control. Das heißt, diese Software erlaubt es, den Computer alleine mit Hilfe der Augenbewegungen steuern zu können oder nutzen zu können. Das ist eben für Menschen mit bestimmten Einschränkungen gedacht, wie zum Beispiel Menschen, die im Rollstuhl sitzen, Menschen mit einer hohen Querschnittslähmung, die einfach nicht die normalen Methoden wie Tastatur oder Maus nutzen können. Das heißt, mit der Windows Control Software ist es möglich, Tastatur- und Mausbefehle zu ersetzen. Und damit steht einem die komplette Vielfalt der Interaktionsmöglichkeiten zur Verfügung. Das heißt, ich kann darüber im Internet surfen, soziale Medien nutzen, Spiele spielen, Skype-Kommunikation machen oder zum Beispiel auch mein Umfeld über Infrarotbefehle nutzen. Das heißt, Geräte wie Fernseher, DVD oder zum Beispiel auch Lichter. Oder ich kann einfach in der Windows-Oberfläche, in Excel oder in Word Dokumente, Tabellen erstellen und das eben alleine mit Hilfe der Augenbewegungen. Wenn die Windows Control Software am Computer gestartet ist, erscheint auf der rechten Seite eine Menüleiste, in der die verschiedenen Aktionen auszuwählen sind, die wir ansonsten von Tastatur und Maus erkennen. Das heißt, ich finde hier Befehle wie Linksklick, doppelter Linksklick, Rechtsklick, aber ich kann eben auch auf eine integrierte Tastatur zugreifen, um mit den Augen dann entsprechend auch Buchstaben eingeben zu können, das heißt in Dokumenten oder auch zum Beispiel bei der Suche nach bestimmten Begriffen im Internet. Die Windows Control Software ermöglicht eine sehr entspannte Bedienung des Computers, bietet durch eine integrierte Zoom-Funktion auch die Möglichkeit, sehr kleine Ziele auszuwählen und eben mit den Augen auch Klicks ausführen zu können und einen insgesamt sehr schnellen Zugriff auch auf den Computer mit der bereits angesprochenen integrierten Tastatur. Die Windows Control Software als solches ist eine lizenzgebundene Software, das heißt, mit einer Aktivierungslizenz, die beim Erwerb der Software mitgeliefert wird, ist es möglich, diese Software auf bis zu drei Computern bzw. Geräten auch zu installieren und dementsprechend auszuführen. Prinzipiell ist es natürlich möglich, die Software auch auf weiteren Computern auszuführen. Dafür ist es dann aber notwendig, dass eine bereits bestehende Aktivierung auf einem der Computer deaktiviert wird, um eine entsprechende Aktivierungslizenz wieder frei zu machen und zur Verfügung zu stellen. Wenn die Software zum ersten Mal auf dem Computer installiert wurde, und gestartet wird, dann öffnet sich der hier zu sehende Lizenzverwalter. Das heißt, hier in dieses freie Feld wird die entsprechende Aktivierungslizenz eingegeben und durch Drücken auf das grüne Feld hier unten aktivieren wird dann entsprechend die Software auf dem Computer freigeschalten. Dafür ist es allerdings wichtig, dass der Computer bzw. das Gerät mit dem Internet verbunden ist, weil hier eben auch eine entsprechende Kommunikation mit den Servern von Tobii Dynavox notwendig ist. Falls das in Ihrem Fall aus bestimmten Gründen nicht möglich ist, eine Internetverbindung aufzubauen, so wenden Sie sich bitte an den Händler Ihres Vertrauens und der kann aufgrund oder mit Hilfe der bestehenden normalen Aktivierungslizenz eine Offline-Aktivierungslizenz erstellen, die es ermöglicht, eben Windows Control auch auf Ihrem Computer freizuschalten, wenn keine Internetverbindung möglich ist. Wenn die Software dann installiert ist, so erkennt man diese auf dem Desktop durch folgendes Icon. Und wenn ich die Software starte, dann öffnet sich das hier auf der rechten Seite zu sehende eigentliche Bedienfenster. Das heißt, hier gibt es vier Felder, die ich auch mit den Augen auswählen kann.
Es gibt einmal den linken Knopf hier, die Möglichkeit, die Funktion der Windows-Steuerung zu pausieren und zu starten. Ich kann mir den Track-Status anzeigen lassen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, meine Sitzposition vor dem Computer mit dem dort befestigten Eye-Tracker entsprechend zu überprüfen, um sicherstellen zu können, dass ich eben auch richtig positioniert davor sitze. Ich kann den Controller minimieren. Und ich komme über Klicken auf diesen rechten Knopf in den Einstellungsbereich der Software. Diejenigen unter Ihnen, die andere Softwares wie Gazepoint oder auch die Software Gazeviewer für die Durchführung von Blickanalysen kennen, sehen schon, dass die Windows Control Software dem gleichen Design folgt, was es eben einfacher machen soll, einen nahtlosen Übergang von einer zur anderen Software auch zu gewährleisten. Man hat bei der Windows Control Software einen integrierten Konfigurationsguide mit dabei und eine Hilfesektion, das heißt auch in der Software die Möglichkeit, sich Anleitungsvideos anzugucken oder auch auf Ressourcen im Internet auf der Seite von TurbiDynavox zuzugreifen, wie Support-Geschichten, FAQ-Artikel oder sonstige Hilfestellungen. Das heißt, für die Installation, wie gesagt, drei einfache Schritte nach der Installation: Lizenzschlüssel eingeben, Eye-Tracker anschließen, kalibrieren und mit der Nutzerregistrierung abschließen. Es ist auch möglich, was eben auch eine wichtige Eigenschaft ist von Windows Control, dass alle Funktionen mittels Eye-Tracking zugänglich sind. Das heißt, der Nutzer ist in diesem Fall eben nicht auf Unterstützung durch Familie oder durch Assistenz angewiesen. Es gibt einen verbesserten Kalibrierungsprozess, den ich dann auch gleich einmal live vorführen werde, der insgesamt mehr Unabhängigkeit für den Nutzer bietet. Und es gibt weitere anpassbare Funktionen. Zum Beispiel kann ich die erwähnte Menüleiste in der Breite verändern oder ich kann eben auch auswählen, welche Symbole, also welche Befehle und Aktionen ich in der Menüleiste haben möchte und entsprechend auch anordnen möchte. Dieses Bedienfenster, was hier oben rechts nochmal zu sehen ist, wird auch direkt auf dem Computerbildschirm dann auch angezeigt. Des Weiteren finden sich in der Windows Control Software sogenannte Shortcuts, also Verknüpfungen. Das heißt, man hat hier einen direkten Zugang zu neuen Funktionen, das heißt wichtigen Windows-Funktionen gesammelt an einem Ort. Dazu zählen unter anderem eben auch der Start von zusätzlichen Programmen wie der Virtual Remote Software, einer integrierten Software für die Ausgabe von Infrarotbefehlen oder zum Beispiel auch die Nutzung von Cortana, praktisch der Windows-Funktion für die Sprachsteuerung, also die Assistenz. Aber man hat hier auch eben auch die Möglichkeit, einfache Dinge auszuführen, wie Lautstärke zu verändern, was ohne solche Shortcuts eben ein wiederkehrender, aufwendigerer Prozess wäre. Ich zeige das dann auch in dem folgenden Fortlauf auch noch einmal live. Weiter gibt es auch sogenannte sekundäre und tertiäre Befehle, die man auswählen kann. Dazu gehört zum Beispiel eine tiefere Zoom-Funktion, das heißt eine höhere Genauigkeit beim Ausführen von Klicks, aber eben auch eine sogenannte sichere Aktivierung beim Ausführen von Klicks. Denn es gibt zum Beispiel bestimmte Aufgaben, bestimmte Anforderungen, wie zum Beispiel beim Online-Banking, bei denen ich eben wirklich hundertprozentig sicher sein möchte, dass ich den Klick auch an der richtigen Stelle ausführe. Und diese Linksklicks und auch sicher, also diese sicheren Klicks und sekundären Auswahlklicks gibt es eben bei den Befehlen Linksklick, Rechtsklick, Doppelklick und auch Verschieben. Auch das werde ich dann live direkt noch zeigen. Das heißt, wenn ich mir in der Menüleiste zum Beispiel den Befehl für Linksklick angucke, das heißt, man hat hier eine Maus dargestellt mit dem linken Mauszeiger und ich blicke auf diesen Befehl, dann habe ich den ausgeführt und wenn ich meinen Blick dann auf einen bestimmten Bildschirmbereich lenke, dann wird eben dort der entsprechende Befehl ausgeführt. Wenn ich länger auf diese Aktion blicke, dann öffnet sich ein Untermenü, das hier ausklappt. Und hier kann ich dann einmal als sekundären Befehl auswählen den permanenten, also einen permanenten Linksklick und diesen sicheren Klick, das heißt mit der sicheren Aktivierung. Sichere Aktivierung bedeutet, wenn ich jetzt nun in einen bestimmten Bildschirmbereich hineinzoome, um dort einen Klick auszuführen, dann wird im Gegensatz zur sekundären Auswahl eben der Klick nicht direkt dort ausgeführt, sondern es wird mir durch ein kleines Fadenkreuz die genaue Position angezeigt, in der dieser Klick dann auch wirklich faktisch ausgeführt wird. Und nur wenn ich sicher bin, dass diese Position stimmt,
dann kann ich hier unten auf dieses schwarze Feld blicken und entsprechend den Klick und die Ausführung bestätigen. In der Software als solches werden diese verschiedenen Auswahlmethoden dargestellt und ich habe unterhalb der eigentlichen Auswahl kleine animierte Videos, die mir eben genau anzeigen, was ich unter dem entsprechenden Befehl, also unter der entsprechenden Auswahl eben dann auch verbirgt. Kommen wir nun schon zu der praktischen Anwendung. Ich starte die Windows Control Software auf meinem Computer. Es öffnet sich hier auf der rechten Seite die angesprochene Menüleiste und nun habe ich hier entsprechend das Bedienfenster. Ich werde als allererstes nochmal kurz zeigen, was sich hinter dem Track-Status verbirgt. Das heißt, wenn ich dort jetzt draufklicke, so sehen Sie eben dargestellt meine Augen, wenn ich mich vor dem Computer hin und her bewege. Das heißt, dieser schwarze Bereich als solches ist der imaginäre Raum, in dem ich mich mit vor meinem Computer frei bewegen kann und immer noch im Erfassungsbereich des Eye-Trackers bin. Diese farbige Leiste hier steht für den Abstand vor dem Computer. Das heißt, das kleine Dreieck hier zeigt an, wo ich mich gerade befinde und optimal bin ich positioniert, wenn ich mich in diesem grünen Bereich befinde. Das heißt, wenn ich mich nur näher an den Computerbildschirm bewege, sieht man, dass dieses Dreieck nach oben wandert. Wenn ich mich jetzt nach hinten lehne, dann wandert dieses Dreieck dann eben nach hinten. Das heißt, der Abstand liegt hier bei dem Eye-Tracker, den ich verwende, zwischen 45 und 85 Zentimetern und liegt optimal etwa in der Größenordnung um 60 Zentimeter. Ich kann hier auf der rechten Seite nun in den Einstellungsbereich wechseln, was ich nun auch tun werde. Und hier gibt es bestimmte Bereiche, das heißt, über das grüne Feld kann ich Einstellungen vornehmen betreffend des Eye-Trackers. Hier allgemeine Einstellungen. Der lilane oder magentafarbene Button hier führt mich in die Hilfe-Sektion. Ich kann Einstellungen zur Aktivierung und zum entsprechenden Feedback auswählen und hier Einstellungen zur Menüleiste und schließlich auch zur integrierten Tastatur. Das heißt, beginnen möchte ich mit Einstellungen für den Eye-Tracker. Wenn ich hier hinein klicke, dann komme ich in den Bereich, in dem ich Kalibrierungen durchführe. Ich kann verschiedene Profile anlegen und entsprechend auch je nachdem, ob mehrere Personen den Eye-Tracker am Computer nutzen, entsprechend auch verschiedene Profile anlegen. Ich kann zwischen zwei verschiedenen Kalibrierungsmodi hin und her wechseln. Das heißt, ich habe einmal eine automatisch ablaufende genaue Kalibrierung mit 6 Punkten oder eine einfache Kalibrierung. Die genaue Kalibrierung möchte ich jetzt anfänglich dann auch als erstes einmal zeigen. Wichtig ist es noch, dass ich bei den Eye-Trackern auch auswählen kann, ob ich beide Augen erfasse oder eben nur das linke oder rechte. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nur das linke auswähle, so sieht man hier in dem Track-Status entsprechend ein Auge ausgeblendet. Ich möchte aber bei mir gerne beide Augen erfassen. Neu ist es jetzt auch, dass ich mir den Track-Status nicht nur in Form von diesen weißen Punkten anzeigen lassen kann in Abhängigkeit des Bildschirms, sondern auch als Video. Das heißt, Sie sehen mich jetzt hier vor dem Computer sitzen. Dieses Video soll dabei helfen, zum Beispiel störendes Infrarotlicht in der Umgebung zu erkennen, denn die Eye-Tracker und die Funktionsweise der Eye-Tracker beruht eben auf Lichtaussendung und Kreierung von Reflexionen auf dem menschlichen Auge. Und dieses Licht, was ausgesendet wird, befindet sich eben im infrarotnahen Bereich. Das heißt, wie versprochen, werde ich jetzt anfänglich einmal eine Kalibrierung durchführen. Ich nutze hierbei den genauen Kalibrierungstyp. Und um zu kalibrieren, klicke ich hier auf der rechten Seite auf den Button Kalibrieren. Jetzt werde ich gefragt, ob ich mit der Kalibrierung des bestehenden Profils ob ich eine durchführen möchte, fortsetzen möchte. Und jetzt blicke ich auf Ja und die Kalibrierung wird gestartet. Das heißt, hier anfänglich wird nun entsprechend das Track-Status auch nochmal, werden meine Augen angezeigt, dass auch hier kann ich eben sehen, dass ich mich richtig positioniert vor dem Computer befinde. Bei dieser genauen Kalibrierung ist es jetzt so, dass hier blaue Punkte auf dem Bildschirm erscheinen, die ich so lange fixiere mit dem Blick, bis die zerplatzen. Und diese Kalibrierung startet erst, wenn ich auf den Punkt blicke. Das heißt, jetzt blicke ich nach oben, jetzt blicke ich nach rechts unten und jetzt nach links unten. Das heißt, erst wenn ich mit dem Blick dann auch auf die Punkte blicke, startet die Kalibrierung. Das heißt, ich blicke nach links oben, nach rechts oben und in die Mitte
und schon habe ich die Kalibrierung abgeschlossen. Diese muss auch nur einmalig für jeden Nutzer, für jede Person gemacht werden und wird dann entsprechend auch unter dem individuellen Profil abgespeichert. Das heißt, hier sehe ich jetzt direkt nach der Kalibrierung auch mein Kalibrierungsergebnis in verschiedenen Farben dargestellt, wie bei der Ampel, grün, gelb und rot. Jede Farbe zeigt an, dass eine Kalibrierung erfolgreich war. Die Farbe steht mehr oder weniger dafür, wie genau das Ergebnis dann entsprechend auch ist. Und wie man hier unterhalb der grünen Kreise bei mir schon sehen kann, ist mein Kalibrierungsergebnis großartig. Ich klicke auf Schließen, habe damit die Kalibrierung abgeschlossen, habe jetzt aber zusätzlich noch die Möglichkeit, meine Kalibrierung auf eine andere praktische Art und Weise zu testen. Und zwar dieser blaue Kreis hier, der steht für meinen Blick in diesem Moment. Das heißt, wenn ich nun nach links oben blicke und in die verschiedenen Bereiche blicke, sehe ich eben, okay, welche Genauigkeit habe. Also das passt. Kalibrierung war sehr gut und ich kann im Endeffekt direkt loslegen. Das Wesentliche an dem Bereich allgemeine Einstellungen ist es eben hier, dass ich zum Beispiel starten kann, ob die Windows Control, festlegen kann, ob die Windows Control Software automatisch beim Start des Windows Betriebssystems mitstartet und ob sich der Controller beim Start der Windows Control Software minimieren soll. Das kann für den einen oder anderen interessant sein. Und ich finde hier unter dem Reiter Info zu eben Informationen zu aktuell installierter Software, Hardware, Firmware, Informationen, die zum Beispiel wichtig sein können, wenn etwas nicht funktioniert, damit ich diese Informationen auch an meinen Händler für Unterstützung weitergeben kann. Über den Bereich Hilfe und Status komme ich nun in die Hilfesektion. Das heißt, ich habe einmal die Möglichkeit, zur Online-Hilfe zu gehen, auf die Webseite von Tobii Dynavox. Hier finde ich Fragen, Antworten, Supportbereich, Schulungen, Anleitungen und verschiedene Videos. Und man kann sich aber auch ein integriertes Videotutorial anblicken. Das heißt, das, was ich Ihnen im Wesentlichen nun sagen werde, das findet man auch in einzelnen Videos entsprechend der verschiedenen Bereiche eben auch nochmal kurz dargestellt, um sich eben auch unabhängig von dem heutigen Webinar über einzelne Abschnitte oder auch Funktionen nochmal selbstständig schlau machen zu können. Auch hier finde ich die Möglichkeit, die Informationen, die ich jetzt vorhin auch schon gesehen habe, was Software, Hardware, was aktuell am Computer läuft, eben abspeichern zu können, um für weitere Unterstützung auch an meinen Händler weitergeben zu können. Aktivierung und Feedback. Wenn ich hier hineinklicke, hier kann ich einmal nun auswählen, möchte ich alleine mit Hilfe meines Blickes am Computer arbeiten oder kann ich einen Schalter mit nutzen? Die gängigste Art der Interaktion mit dem Computer ist es, eine bestimmte Verweildauer zu definieren. Das heißt, hier zum Beispiel ist eine Zeit von 1100 Millisekunden eingestellt. Das heißt, wenn ich eine Aktion ausführe, muss ich diese Zeit auf den Punkt blicken, bis der entsprechend ausgewählte Klick auch ausgeführt wird. Diese Verweildauer kann ich aber bei Tastaturverwendung anders festlegen, weil es in der Regel so ist, dass die Personen, die auf der Tastatur klicken, eben deutlich kürzer und deutlich schneller arbeiten möchten, als wenn ich mich jetzt in der normalen Windows-Oberfläche bewege. Das heißt, verändern kann ich auch das hier mit Hilfe der Augen, indem ich einfach auf die entsprechende Leiste blicke und somit die Aktivierungszeit verändere. Hier kann ich noch weitere Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel, ob ich vor Neuauswahl, was auch auf der Tastatur oder in einer Kommunikationssoftware der Fall ist, meinen Blick von dem Feld abwenden muss und erneut dann erst auf das Feld richten muss, um eine erneute Auswahl durchführen zu können. Und hier, ob ich diese sogenannten augengesteuerten Eye-Gaze-Felder nur bei Tobii Dynavox-Anwendungen nutzen möchte. Das Feedback, was ich jetzt eingestellt habe, wenn ich jetzt in die Mitte zum Beispiel hier auf dieses Feld blicke, das ist die Uhr. Das heißt, es schließt sich eine Uhr und erst wenn die Uhr geschlossen ist, nach diesen 1100 Millisekunden, dann wird der Klick ausgeführt. Ich kann auch einen kleiner werdenden Punkt einstellen oder ein unsichtbares Feedback, die Feedbackfarbe hier verändern und die Feedbackgröße verändern. In dem Bereich Menüleiste kann ich nun einerseits einstellen, welche Befehle möchte ich dann in der Menüleiste zur Verfügung haben. Es gibt hier die Befehle Cursor positionieren, verschieben. Das heißt, wenn ich einen Ordner zum Beispiel oder ein Objekt auf dem Computerbildschirm verschieben möchte, scrollen, Linksklick, Rechtsklick, Doppelklick, Tastatur, die Verknüpfungen, also die Shortcuts, die ich vorhin angesprochen hatte,
und entsprechend auch Zugriff auf den Einstellungsbereich. Ich kann die Menüleiste in der Größe anpassen und ich kann zum Beispiel, wenn ich einen permanenten, dauerhaften Klick eingestellt habe, kann ich einstellen, dass die Menüleiste sich in diesem Moment automatisch verbirgt. Und das bedeutet, dass ich dann auf der Computerseite eben nicht mehr die Menüleiste habe, sondern nur noch zwei kleine weiße Pfeile. Und erst wenn ich meinen Blick wieder auf diesen Bereich lenke, taucht die Menüleiste wieder auf und ich kann im Endeffekt einen neuen Befehl auswählen. Hier finde ich nun die Animierungen oder die Animationen, von denen ich gesprochen habe, die mir eben zeigen, was kann ich für Klicks ausführen. Das heißt, bei der primären Auswahl blicke ich kurz auf den Befehl, bis der weiß hinterlegt wird und dann direkt auf den Bereich, in dem ich diese Aktion ausführen möchte. Bei der sekundären Auswahl blicke ich länger auf die Aktion, bis die nicht nur weiß, sondern ebenso hellblau hinterlegt wird. Das bedeutet, dass ich dann an dem Ort, wo ich den Befehl ausführe, eine deutlich größere Zoom-Funktion mit dabei habe für eine höhere Genauigkeit und die tertiäre Auswahl, wie gesagt, noch länger draufblicken, dann die tertiäre Auswahl auswählen und wenn ich dann den Befehl ausführe, dann bekomme ich eben dieses kleine Fadenkreuz angezeigt, um sicher zu sein, dass ich auch an der richtigen Position auch klicken kann. Bei der Zoom-Tiefe kann ich einstellen, wie tief ich hineinzoomen möchte und auch mit welcher Geschwindigkeit. Wenn ich nun in der Software bin, kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt einen Linksklick ausführen an einer Stelle. Das heißt, ich blicke nun auf der rechten Menüleiste, bis ich den Linksklick finde. Habe hier allerdings von vorhin noch den Sicherheitslinksklick ausgewählt. Das heißt, ich klicke jetzt hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel genau auf dieses Feld hier klicken möchte, oder hier sagen wir klicken hier oben auf das Auge hier vor der Windows Control, dann wähle ich den Linksklick aus. Und blicke dann in den Bereich und habe jetzt den Linksklick ausgeführt. Wenn ich nun wieder in die Menüleiste auf den Linksklickbefehl blicke, bis der blau hinterlegt wird und wieder dann in diesen Bereich blicke, na, na komm. Genau, dann habe ich, na. Genau, dann habe ich jetzt eben eine, wie Sie sehen, eine deutlich längere oder einen tieferen Zoom. Wenn ich jetzt noch länger auf diesen Befehl blicke, dann kann ich jetzt zum Beispiel dann diesen Sicherheitsklick auswählen. Na, was hat er denn? Wahrscheinlich ist das das Zeichen für mich, dass ich heute schon Feierabend machen sollte. Na gut, ich zeige es einfach mal anhand dem Permanenten. Wenn ich jetzt diesen Befehl ausführe, dann klicke ich hier rein. Na komm. Jetzt kommt das wirklich so, der tolle Vorführeffekt, dass es nicht so reagiert, wie ich mir das vorstelle. Letzten Endes sieht man eben hier, welche Befehle ich ausführen kann. Zum Beispiel, was ich eben auch tun kann, wenn ich jetzt hier auf die Tastatur blicke, hier unten. Dann bekomme ich eben eine Tastatur und kann jetzt, wenn ich in einem entsprechenden Dokument bin, wo ich klicken möchte, kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich würde jetzt Hallo schreiben. Habe jetzt hier auch schon eine Wortvorhersage mit dabei. Das heißt, wenn ich jetzt eben dann auf Hallo blicke hier links, dann habe ich jetzt oder hätte ich jetzt in einem Dokument eben Hallo geklickt. Und ich kann jetzt hier auch die Tastatur eben wieder schließen. Und habe so eben die Möglichkeit, auch verschiedene Dinge auszuführen. Was hier eben nun noch auch zu erwähnen ist, das ist dieser Bereich Shortcuts hier unten. Das heißt, hier, wenn ich draufblicke, sehe ich auf der linken Seite ein Pop-up, in dem die verschiedenen Shortcuts eben direkt auch und die direkten Befehle auch ausgeführt werden können. Das sind zum Beispiel Befehle wie Fenster verkleinern, Fenster schließen, Lautstärke verändern, leiser, lauter, Cortana aktivieren.
solche Befehle, die mir es eben erlauben, hier eben deutlich schneller auch noch mit dem Computer zu arbeiten. Das heißt, mit Hilfe der Windows Control Software kann ich eben insgesamt einfach sehr, sehr schnell und einfach auch verschiedene Aktionen auf dem Computer ausführen. Wenn ich diese Software nun schließe und als nächstes in die Gazepoint Software komme, was eben die weitere Option ist, die ich auch schon angesprochen habe, und ich starte jetzt die Software Gazepoint, dann erkennt man auch hier das gleiche Design, was das Bedienfenster angeht. Auch hier vier Knöpfe. Hier habe ich nun die Möglichkeit, auch wieder links die Anwendung zu pausieren bzw. auch wieder zu aktivieren. Der Eye-Tracker greift auf das gleiche Kalibrierungsprofil zu, was ich gerade angelegt hatte. Ich kann mit der Gazepoint-Software nun allerdings im Vergleich zur Windows-Control-Software eben nicht verschiedene Arten an Klicks auswählen, wie Linksklick, Rechtsklick und dergleichen, sondern nur den Mauscursor bewegen und einfache Linksklicks ausführen. Und das hilft mir zum Beispiel dabei, wenn ich bestimmte Spiele spielen möchte am Computer, die diese Mausbewegungen, Linksklick bedürfen, oder wenn ich einfache Softwareanwendungen damit nutzen möchte. Gazepoint als solches ist eine kostenlose Software, die man auf der Webseite von Tobii Dynavox im Supportbereich eben herunterladen kann. Ich komme auch hier letzten Endes dann wieder auf den Einstellungsbereich, der ähnlich aufgebaut ist, wie wir es gerade in der Windows Control Software gesehen haben. Auch hier finde ich die Einstellungen zum Eye Tracker, allgemeine Einstellungen, alles im Vergleich zur Windows Control Software reduziert, Aktivierung und Feedback. Was hier jetzt natürlich fehlt, ist der Zugang zu einer Tastatur und der Zugang zu einer Menüleiste, weil die eben hier einfach von der Funktion nicht vorgesehen ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf das Feld blicke, dann habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, das mache ich jetzt mit den Augen, den Mauscursor zu positionieren, und wenn ich an einer Stelle dann verweile, klicken, einschalten, jetzt an einer Stelle verweile, dann wird hier Klick, der entsprechende Linksklick auch ausgeführt. Allgemein tut sich in diesem Bereich eben sehr, sehr viel. Das heißt, das Schöne ist, dass man jetzt auch im Microsoft-Betriebssystem Windows 10 ab dem sogenannten Creators Update, was es im Herbst 2017 gab, auch schon eine Beta-Version der einer Eye Control, also einer Augensteuerung, für eine erleichterte Bedienung mit integriert hat. Das heißt, dieses heißt Microsoft Eye Control. Zu finden ist das Ganze, wenn ich im Windows 10 hier unten auf das Windows-Symbol klicke. Klicke ich hier auf das Rädchen, über das ich in den Einstellungsbereich komme. Dann wähle ich den Bereich erleichterte Bedienung aus. Komme dann hier unten auf den Bereich weitere Optionen und kann dann, indem ich auf der nächsten Seite ganz nach unten scrolle, hier die Augensteuerung Beta einschalten, wenn ich einen entsprechenden Eye-Tracker, wie zum Beispiel den, den ich am Computer habe, dann auch am Computer angeschlossen habe. Es startet dann das Microsoft Eye Control Launchpad, wo ich im Endeffekt vier verschiedene Bereiche habe. Das heißt, hier durch diesen Bereich mit dem Pfeil kann ich einmal festlegen, ob ich das Launchpad am oberen Bildschirmrand oder am unteren Bildschirmrand haben möchte. Ich habe hier eine Text-to-Speech-Funktion mit dabei. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, öffnet sich eine Tastatur. Durch Klicken, was ich dann auch gleich in Form eines Videos nochmal zeigen werde, wenn ich hier bestimmte Wörter mit den Augen klicke, auf die gleiche Art und Weise, wie ich es in der Windows Control Software gemacht habe, dann wird hier ein Text eingetragen in das Feld, den ich dann entsprechend auch lautsprachlich wiedergeben kann über den Computer. Wenn ich auf die Tastatur klicke, erscheint eine Tastatur, in der ich auch Buchstaben und dergleichen auswählen kann, etwas reduziert im Vergleich zu der Tastatur, die es in der Windows Control Software gibt. Und wenn ich eigentliche Mausklicks ausführen möchte, dann habe ich in der Microsoft Eye Control die Möglichkeit, einen Linksklick, Doppel-Linksklick und Rechtsklick auszuführen. Das heißt, wenn ich auf dieses Icon hier in dem Launchpad blicke, erscheint dieses Fenster. Ich blicke praktisch auf diesen Befehl, blicke dann in den Bereich, in dem ich einen Mausklick ausführen möchte. Das ist dann hier das Kreuz in der Mitte von diesem Kreis. Und durch Blicken auf diese Richtungspfeile
kann ich dieses Launch-Fenster oder dieses Control-Fenster eben in der Position verändern. Und wenn ich an der richtigen Position bin, dann wähle ich aus, ob ich einen Doppelklick, einen einfachen Linksklick oder einen Rechtsklick ausführen möchte oder ob ich das Fenster schließen möchte. Das heißt, mein Kollege Alex hat mir das auch einmal aufgenommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier gucke, oder gehen wir zurück, er wählt hier oben jetzt das Mausfenster aus, um hier unten einen Klick auszuführen. Es erscheint dieses Positionierungsfenster und er öffnet darüber die Software Word. Das heißt, jetzt nimmt er wieder das Fenster hier oben. Genau, es erscheint wieder das Positionierungsfenster, er positioniert es und führt nun einen einfachen Linksklick aus. Das heißt, hier kann er, wie angesprochen, über die integrierte Tastatur nun eben einfache Texte klicken. Ich klicke etwas weiter nach vorne. Wenn man jetzt hier oben auf dieses Feld kommt, dann kommt eben diese Text-to-Speech-Funktion. Das heißt, hier habe ich auch wieder die Tastatur. Man kann hier eben nun auch wieder die verschiedenen Dinge einklicken, die dann hier in dieses Fenster eingetragen werden. Es wird hier eben Guten Tag geklickt. Und wenn ich dann auf die Play-Taste hier drücke und das auswähle, dann hört man entsprechend dann eben das, was ich als Text gegeben habe, eben also hier eine einfache Methode für Sprachausgabe. Und nun, um das Fenster zu schließen, positioniert er eben wieder hier den Mauscursor. Und ich kann entsprechend hier auch bereits in Windows integriert einfache Eye-Tracking-Funktionen mit nutzen. Das Wichtigste ist natürlich für alle Arten der Windows-Steuerung, dass ich entsprechende Hardware, also auch einen entsprechenden Eye-Tracker benutze. Seitens Tobii Dynavox gibt es eben den PCEye Mini. Das ist der Eye-Tracker, den ich gerade verwende. Dieser ermöglicht einen Computerzugang, ist konzipiert für Nutzung an Computerbildschirmen bis maximal 19 Zoll, ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 und kann verwendet werden ab dem Betriebssystem Windows 7. Anschluss erfolgt an den Computer einfach über einen USB 2 Anschluss und der Abstand, in dem ich den Eye-Tracker nutzen kann, liegt zwischen 45 und 85 Zentimetern, optimal etwa in der Größenordnung um 60 Zentimeter. Der PCEye Plus, das ist der Eye-Tracker, den man hier auf der rechten Seite sieht. Das ist ein Eye-Tracker, der es ermöglicht, den Computer auch zu nutzen, aber durch sprachoptimierte Mikrofone eben auch die Möglichkeit bietet, sprachgesteuerte Befehle auf dem Computer auszuführen. Ein mitgelieferter Infrarot-Dongle ermöglicht es dann eben, die angesprochenen Dinge in der Umgebung zu machen. Das heißt, Thema Umfeldsteuerung, Steuerung von Geräten wie DVD-Player, TV, also alles, was über Infrarot genutzt wird. Und des Weiteren befindet sich auch ein Tasteranschluss direkt an dem Eye-Tracker. Das heißt, hier kann ich einen entsprechenden Taster oder Schalter direkt am Eye-Tracker anschließen, was an einem normalen Computer ansonsten eben nicht direkt möglich ist. Der PCEye Plus ist auch ein Medizinprodukt der Klasse 1 und nutzt oder kann genutzt werden an Computerbildschirmen bis maximal 27 Zoll. Auch hier funktional ab Windows 7, allerdings hier nur ab der 64-Bit-Variante und Anschluss erfolgt auch über einen USB 2-Anschluss. Abstand vor dem Eye-Tracker und vor dem Computerbildschirm liegt zwischen 50 und 95 Zentimetern. Und abschließend gibt es noch das Produkt iMobile Plus. Das ist also bietet die Möglichkeit des Computerzugangs über ein Tablet. Infrarotmodul ist mit dabei, entsprechend Tasteranschlüsse. Hier zu sehen eben mit dem Microsoft Surface Pro. Abstand vor dem Eye-Tracker auf 45 bis 85 Zentimeter. Und das wäre an dieser Stelle das Wesentliche, was ich Ihnen heute mitteilen wollte im Überblick eben zum Thema Windows-Steuerung.